Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zum Forstprojekt FDR Logging. Zusammen mit dem Tino, dem Friesi und dem Vene. Hallo. Hallo. Und heute ist Mittwoch. Und was heißt das, Freunde, wenn heute Mittwoch ist? Und Donnerstag? Morgen ist Kaufen angesagt, Mensch. Ach, sein scheiß Knallerzeug hier. Oder? Ich wette, du bist der Erste, der wieder ein Video macht. So knallen wir 2017. Ja. Dass die Leute denken, Sex. Warum? Habt ihr Silvester ein Video gemacht, so knallen wir 2017? Was denn damit? Wie kann man denn da an Sex denken? Das ist ja wo obszön. Der Clickbait. Ja. Jetzt zieht ja heute noch kein Clickbait. So, erzähl mal. Ja, erstmal ist Dings dran. Füsi, erzähl du mal. Was ich gekriegt habe? Ja. Also, zum Aufnahmezeitpunkt, ich bekomme noch Geschenke. Meine Eltern kommen ja heute noch und mein Bruder und meine Familie so. Aber gestern habe ich, von dem lieben Randy eine Bettwäsche gekriegt. Vom Batman. Was ich ehrlich gesagt ziemlich cool finde. vom lieben Tino habe ich eine, DVD-Guide bekommen, wie man die Klitoris einer Frau vernünftig bearbeitet. Was? Es ist ein Hörbuch. Wow. Es ist ein Hörbuch und zwar namens, wie heißt es richtig? Sag's bitte. Warte eben. Das klingt nämlich sehr billig, so wie du es jetzt gesagt hast. Er muss es gerade vom Nachttisch holen. Warte einen Moment. Nee, ich weiß nicht, wo sie ist gerade, Tino. Keine Ahnung, ey. Toll. Ich hab's, warte. Na? Soll ich mir die ganzen Taschentücher wegtun? Ich hab's, warte. Und ja, warte. Weg ist er. So. Hatte ich noch mal hinten die Bilder angeguckt, hat gedacht, nur noch mal kurz reinhören. Wo ist denn jetzt hin? Weiß ich nicht. Nee, doch nicht. Ich glaube, hat meine Freundin sich schon eingesetzt. Okay. Auf jeden Fall ging es wohl eine Frau richtig befriedigen und bla bla bla. Es ist ein Hörbuch, war sehr positiv bewertet gewesen bei Amazon. Und und da habe ich mir so gedacht, als ich das sah, das ist nicht nur ein Geschenk für Füsi, sondern das ist auch ein Geschenk für seine Freundin. Und die wird sich freuen, weil, ne? Und und da habe ich ihm das gedacht, dann lässt du ihm das doch zukommen, ein herzlicher Mensch, wie du bist. Ja, ah, so. Da kommt auch gerade was. Weißt du, wo die DVD ist, die der Tino mir geschenkt hat? War nicht bei den anderen Geschenken bei. Hast du die mit? Die feiert jetzt schon wieder. Ja. Hat wohl geklappt, Füsi. Wow, oh, lol, okay. Ja, okay. Das hatte ich dann vom Tino bekommen. Ja, von meiner Freundin habe ich halt so ein paar Batman-Sachen bekommen, eine Batman-Uhr, so kleine Batman-Lego-Figürchen so nebenbei, so die man dann aufbauen kann. Zum cool. Stellen halt einfach nur diese Pop-Figuren. Ja, die sind geil, die will ich auch. Ja, eine von Overwatch, Windowmaker und Iron Man. Iron Man's cool. Ein T-Shirt von Star Wars und das war's dann auch eigentlich schon so. Heute bekomme ich dann noch den Rest. Und ja. Also, falls sich der Zuschauer fragen, wo zur Hölle ist die SSD, dass der bei Rambo schneller lädt? So, ja. Die kommt heute zum Aufnahmezeitpunkt. Genau, die kommt heute. Die kriege ich nämlich von meiner Mom. Aber wo ich gerade hier schon mal mit dem Geschenkegespräch dran bin, ich will mich zu meiner Sexpuppen-Kevin-Aktionen da mal äußern. Äußere dich mal. So. Eigentlich haben wir ja gar nichts ausgemacht, dass wir uns irgendwas schenken. Randy kam dann irgendwann und sagte, hier, ich brauche mal hier ein paar Daten von dir fürs Weihnachtsgeschenk. Ich denke, ah, okay, da musst du ihnen auch was schenken. Aber so wie man den lieben Sachsen kennt, denkt man ja, irgendeine Scheiße kommt dabei rum. So, dann habe ich gedacht, gut, ich denke, wir schenken uns alle nur so ein paar 8 von 10 weiß das auch so. Ja, und habe ich dem Randy halt eine Sexpuppe geschenkt, damit er sich ein bisschen Geld sparen kann. Nein, Quatsch. Und
aber der Randy, muss ich mal ganz ehrlich dazu gestehen, und hat sich wirklich Gedanken gemacht, sich hingesetzt und was halbwegs Vernünftiges rausgekriegt. Ich finde das eigentlich sehr gut. Und damit habe ich nicht gerechnet, deswegen hat er von mir eine 6-Puppe gekriegt. Und deswegen, Randy, wollte ich mich hier auch gleich nochmal entschuldigen. Zu Geburtstag bekommst du was Vernünftiges dann von mir, als wieder gut machen. Ich bin gespannt. Aber ich ja nicht so melodisch. Der hat ja jetzt nicht gesagt, zu welchem Geburtstag. Aber jetzt im August. Freezy wird nächstes Jahr 30. Ist auch ein sehr schwieriger Geburtstag. Bist du nicht erst 29? Ich bin 29,5. Ach, fang ja nicht so an. Bei Tino kann man das ja noch durchgehen lassen, ne? Aber bei dir. Tino sagt das auch mit einer Überzeugung, ne? Was denn? 5x30 geworden bist. Ja. Ich bin Tino noch gar nicht 30 geworden. Alles was klar. Erzählt ihr hier? Sagt mal. Erzählt das den Zuschauern hier keine Märchen. Ja, bei Tino musst du auch immer bei der Gamescom aufpassen, wenn du dann abends in der Bar gehst und trinkst Alkohol, weißt du? Ja, ich zeig gerne meinen Ausweis, weil ich zu jung bin. Der ist schon volljährig. Ja. Schlimm. Nein, aber in der Tat, ich muss gut ehrlich gesagt sagen, ja, also Freezy sein Geburtstagsgeschenk, das war wirklich trash, also ein Witz. Aber zu Weihnachten mache ich mir eigentlich jedes Jahr Gedanken. Ich weiß gar nicht, was Tino auf die Schnelle letztes Jahr gekriegt hat, aber das war auch. Auf die Schnelle? Das war auch eine Menge, oder? Ja, da hat der Randy ganz gut rausgehauen dieses Jahr, ey. So. Ja gut, das mit diesen Lego-Technik, das ist mir halt so durch den Kopf geschossen. Als ich den Preis dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, alles klar, ich brauche mal einen Experten. Und ja, für deine Kleine, weil die ja auf den Stoffhasen damals schon so abging, ja, hatte ich halt nach was anderem gesucht. Und den ihr jetzt habt, das ist ja noch nicht mal das Größte, das geht noch größer. Naja, das kann ich mir vorstellen. Das war dann allerdings, wollten die dann immer mehr haben und da habe ich mir dann gedacht, ach, das mittlere tut's auch. Ja, na klar, auf jeden Fall. Und der ist ja schon 1,50 Meter. Ja, nee, das ging noch bis zu 1,90 Meter. Und krass. Ich leih mal eben Segen. Ja, klar. Also, es ging noch bis zu 1,90 Meter. Hallo, da kickelt mir im Auge rum. So jetzt. Ja, und dann hätten wir für dich. Und ja, dann ging es halt noch um deine Zarte. Und da hat diese Altkleider-Story halt einfach sehr gut gepasst, ne? Ja. Ja, aber das waren echt krasse Geschenke, die ich bekommen habe. Also, das muss ich wirklich sagen. Ich hatte hier dann mittlerweile schon 3 riesige Kartons stehen. Bevor überhaupt Weihnachten war, die mit der Post schon kam, da habe ich schon gedacht, oh, was ist denn dieses Jahr los? Und dann von Freezy kam noch ein Paket. Von der lieben Gwen habe ich auch eine wunderschöne Karte bekommen. Dafür auch vielen, vielen Dank. Aber ich glaube, sie wird das hier nicht sehen. Das werde ich eher im Stream nochmal sagen müssen. Die guckt da keine LS-Videos, die Gwen. Ach so, nee, stimmt. Ja. Je nachdem, was im Ziel steht. Ja. Und, das war echt der Hammer. Also dann, das Schlimme war, dass ich eigentlich noch gequält wurde, weil ich hatte den ganzen Tag zu tun. Ich war erst 16 Uhr komplett fertig mit allem. Und 16 Uhr stand meine Mutter aber auch schon vor der Tür und naja. Da konnte man natürlich kein Video aufnehmen, obwohl meine Mutter, ne, so, es ist ja meine Mutter, ne, irgendwo muss ich das ja herhaben. Ich stehe dann so da im Wohnzimmer und sage, was sind das für große Pakete hier? Ich sage, die habe ich geschenkt bekommen. Ja, mach die mal auf. Ich will wissen, was da drin ist. Ich sage, nein. Ich sage, dann möchte ich ein Video gerne machen, weil mir das ein Kollege von YouTube geschenkt hat und ein paar andere Leute und so weiter. Naja, mach doch das Video. Ich sage, Mutter, bist du mit aufs Video oder was? Na nö, aber ich kann mich doch daneben setzen und zugucken. Ja. Ich sage, Mutter. Ich sage, das wird nix. Das die ist mir ungelogen eine halbe Stunde auf den Nusskasten gegangen, dass sie wissen will, was sie in den Paketen ist, ey. Ohne Mist. Ja, naja. Aber 17 Uhr kam dann die gesamte restliche Bande. Das heißt, die Bude voll. Dieses Jahr hat alles bei uns stattgefunden in der Wohnung. Und und das ging dann bis 9:30 Uhr. Dann ist die Rentnerfraktion gegangen. Und so war das gewesen. Also, und dann konnte ich, da habe ich damit die Kleine ganz schnell ins Bett und dann haben wir halt schnell Videokamera aufgebaut und dann wollte ich auch endlich wissen, was in den Geschenken ist. Nun, da war eine ganze Menge drin, also es war ziemlich krass gewesen, muss ich wirklich sagen. Und ja, ich erzähle jetzt einfach mal, was es war. Das Video haben die meisten sowieso gesehen auf YouTube wahrscheinlich. Aber ich habe von
Alex von der lieben Vorstadt, der sowieso schon seit sehr langer Zeit sehr, sehr große Unterstützung leistet. Der hat mir einfach mal einen riesen Karton von Logitech geschickt und bei Alex hätte ich auch so eine Wette machen können, so ein riesiger Karton und dann so ein Mauspad drin, so ein kleines, weißt du? Das ist auch so einer, der haut mal gern so einen raus. Aber es war tatsächlich das G29 Lenkrad, ja. Eieiei. Und das ist schon ziemlich krass, finde ich. Also da, ja. Also das war schon sehr, sehr heftig. Und dann war noch ein riesiger Karton von Randy. Das war ein 1,50 Meter großes, ein 1,50 Meter großer Stoff-Teddy. Für die Kleine. Der liegt auch schon in dem viel zu großen Kinderbett. ja. Und von Freezy habe ich. Von Freezy, der hat mir ein wunderschönes Schlüsselband geschickt und ein. Wie heißt das andere? Wie nennt man das? So ein Schlüsselband ist ja, wo du das Band, wo du die Schlüssel dran machst. Genau. Ja. Und wie heißt das andere, was man da noch so dran machen kann? Dieses aus Gummi da? Estival-Dinger da. Hey, das kann man so am Schlüssel auch noch dran machen. Ja, das kannst du auch so am Schlüssel machen. Von Call of Duty. Ja. Aber ich werde es mir einen Schlüssel machen für sie, nur für dich. Oh, das ist... Ja, wirklich. Ja, und dann habe ich eben von Alex, von Bunny und von Randy zusammen... War nach einem Karton, ein großer, da waren vier Geschenke drin mit Geschenkauspackanleitung und da war tatsächlich in dem ersten Geschenk der Klaas Xerion 5000 von Lego Techniker. Ernsthaft? Ja. Boah. Also die haben mir das. Also da war ich auch total platt. Also da. Ich hatte, ja, die Idee hatte ich irgendwann ergriffen, hat gedacht, komm, das kriegt er jetzt zu Weihnachten. Aber dann habe ich den Preis gesehen. Ja. Ich gedacht, das muss es noch irgendwie zu besser. Obwohl man ja jetzt sagen muss, ne, also dass es ja noch bedeutend teurere Modelle, das ist ja krank, ey, wenn man sich das mal anschaut bei Lego Technik. Das geht ja bis 300 Euro, also das ist ja der absolute Wahnsinn, ne? Wenn ich dir sage, dass der Porsche eigentlich erst im Raum stände, aber... Ja, krass, naja, also das geht ich will gar nicht. Dann eher was im Bereich der Landwirtschaft haben. Ja, Na gut, eigentlich als allererstes stand eigentlich dieser Klaas, dieser Porsche und dieser Häcksler. Das Problem ist, nach einiger Recherche habe ich dann rausgefunden, dass dieser Drescher halt nicht mehr produziert wird. Richtig, und der ist unendlich teuer. Ja, und... Da steht irgendwo bei 500 Euro oder so. Richtig, richtig. Und die hab ich auch nicht billiger gefunden. Da habe ich gedacht, der Klaas ist auch gut. Ja, und also wie gesagt, das war mega krass, mega krasses Geschenk, also da habe ich mich so riesig gefreut und dann war noch drin für meine Frau etwas zum Anziehen, weil sie ihre ganze Unterwäsche weggeschmissen hat. Ja, die hat mich wirklich lange geschickt. Das war aber so eine, mit so Schnäpsen halt. Schnäpsen? Ja, also so ein bisschen so Scherzartikel halt. Ach so. Ja, aber es war echt cool, also richtig gut. Und, und dann noch ganz viele andere lustige Sachen. Also das war wirklich ein überkrasses Geschenk. Also war ich total baff, wo ich das aufgemacht habe und ausgepackt habe. Also war echt der Hammer. Ja, voll ins Schwarze getroffen vor allem auch, also... Aber das ist ja bei mir nicht schwer, ich bin ja so leicht begeisterungsfähig. ja. Das ist bei Randy zum Beispiel, da habe ich, keine Ahnung, einen Monat überlegt, was ich dem schenke und bin auf nichts gekommen. Das ist echt... Das ist auch ziemlich schwer. Boah, das ist unmöglich, ist das. Er zeigt mir kaum was Interesse, alles ist immer scheißegal und denkst, ja... Ja, aber so war's. Von meiner Frau habe ich noch was gekriegt, was ich mir gewünscht habe, arbeitsklamottenmäßig, weil wir uns nichts schenken wollten. Wir haben halt auch was für die Kleine gekauft, das war nicht ganz so billig gewesen. Die hat eine Küche gekriegt und ja und so weiter und so fort eben. Und deswegen haben wir gesagt, wir schenken uns nicht viel. Und da hat sie mir nur was Kleines geschenkt und ich ihr aber eine Wellnessreise. Wow. Was Kleines halt. Ja, da fahren wir am 2. Januar weg
fast eine Woche und lass es uns mal einfach ein bisschen gut gehen, mal ein bisschen entspannen. Bisschen weg von all dem Trubel. Ich denke, das neue Jahr etwas ruhiger beginnen. So wie, nicht so wie das alte geendet hat. Ja, aber das war's auch schon. Und ja, dann ganz viel Schokolade, Kekse, auch ein bisschen Geld von den Omas und so weiter. Und ja, war sehr, sehr schönes Weihnachtsfest gewesen. Aber gut, dann sind wir erstmal fertig. Jetzt habe ich den ganzen Bart verquatscht, tut mir unendlich leid. Nö, das ist ja richtig so. Also, dann würde ich sagen, Däumchen da lassen nicht vergessen. Wenn ihr Vlogs sehen wollt aus Dino seiner Wellnessreise, weil ich bin ja auch mit dabei. Hallo. Dann auf jeden Fall bei Beten in Däumchen da lassen, versteht sich. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Bis dann. Tschüss.